Somatics ist ein Startup, das wir aus der TU Darmstadt vor 2 Jahren herausgegründet haben, mit Unternehmenssitz in Aschaffenburg, muss ich dazu sagen. Wir sind also zumindest dem Rhein-Main-Gebiet treu geblieben, haben uns aber über die Landesgrenze gewagt. Genau, das Thema, mit dem wir uns beschäftigen, ist eine B2B-Software für den Bereich Customer Intelligence. Was wissen wir zu diesem Thema? Wir wissen, dass ein einziger negativer Kommentar ungefähr 13 Benutzerinnen und Benutzer, die unzufrieden sind, repräsentiert. Und dass diese 13 dann wieder potenziell bis zu 5.000 oder mehr als 5.000 sogar weitere Kundinnen und Kunden negativ beeinflussen. Und daraus kann sich dann im Verlauf eines halben Jahres eine Millionensumme ergeben in potenziellen Verlusten für mich als beispielsweise ein Konsumgüterhersteller. Für einen Automobilhersteller sind es wahrscheinlich wesentlich höhere Summen. Genau dafür haben wir eine Lösung entwickelt mit dem Ziel, Consumer Intelligence auf ein neues Level zu heben. Und diese Lösung basiert auf einer Technologie namens Argument Mining, die ich im Folgenden noch konkreter vorstellen werde. Aber jetzt erstmal hier so quasi im Gesamtüberblick, was machen wir eigentlich, was kann das Produkt? Wir aggregieren zunächst aus verschiedenen internen und externen Feedbackquellen. Das können sowohl die direkten Kommentare sein, die zu unseren Kunden gelangen, zum Beispiel über E-Mail, Kundenbeschwerden, das können auch Telefonate sein, alle Kanäle, über denen, von denen unsere Kunden direktes Feedback bekommen von ihren eigenen Kunden. Zusätzlich verwenden wir aber auch Daten aus sozialen Medien oder aus der Online-Berichterstattung, sodass wir letztlich aus wirklich einem umfassenden Pool an Daten Informationen aggregieren können. Wie man sich dann vorstellen kann, sind das sehr, sehr ja, vielfältige, sehr, sehr heterogene Daten, die auch qualitativ eine sehr, sehr große Bandbreite abdecken. Deswegen haben wir im ersten Schritt einen Filter sozusagen, der sich nur die Aussagen herauspickt, die wirklich aussagekräftig sind, in dem Sinne, dass es positive oder negative Pro- und Kontra-Argumente sind, also begründete Meinungen zu meinen Produkten, die mich interessieren. Das führt zu einer Datenreduktion um etwa 90% im ersten Schritt. Auf genau diesen Daten aggregieren wir dann, das heißt, wir lassen nur die Argumente zu, die mit einer bestimmten Häufigkeit auftreten, gruppieren sie vorher anhand ihrer Ähnlichkeit können dann quantifizieren, welche Beschwerde sozusagen wie oft auftritt. Und diese beiden Schritte werden von einer KI übernommen, die fast so genau wie ein Mensch dieses Problem lösen können. Da steckt also letztlich ja, ein Machine Learning-Algorithmus dahinter. Im nächsten Schritt schauen wir uns dann an, welche Problemgruppen mit welchen Produkten gehäuft auftreten, wobei es nicht nur Produktgruppen sein müssen. Es könnten auch Märkte sein, wenn ich ein internationales Produkt habe. Es könnten Herstellungsorte sein. Es kann auch eine Zeitlinie sein, das ist letztlich egal. Alles, was ich an Metadaten zu meinem Produkt habe, kann ich hier verwenden. Und wir können an dieser Stelle, wenn wir wissen, welche Produktkategorien unsere Kunden einsetzen, also zum Beispiel aus dem Health-Bereich hatten wir gerade, dann können wir unsere Modelle auch nochmal für diesen Bereich speziell feintunen und bekommen dadurch nochmal zusätzliche Performance auf den KI-Algorithmen. Wir schauen uns dann an, mit statistischen Verfahren, welche Anomalien sich ergeben, insbesondere auf der Zeitachse. Das heißt, wenn eine Problemgruppe statistisch signifikant neu auftritt, dann können wir darauf hinweisen und können so bis zu 6 Monate früher, ist der Zeitraum, den ich auf der Folie vorher schon hatte, unsere Kunden darauf hinweisen, in die Daten zu sehen, weil sich unter Umständen da ein Problem anbahnt. Und im letzten Schritt quantifizieren wir dann die identifizierten Problemgruppen auch noch mit einer Dollarsumme, wenn man so möchte. Das heißt, wir gucken uns an, wie signifikant im Sinne der Kosten, die dieses Problem potenziell verursacht, eine Problemstellung ist und ermöglichen so tatsächlich Einsparungen in Millionenhöhe. Ich komme gleich nochmal auf die Details dazu zurück. Jetzt nochmal kurz Schritt für Schritt durch die Pipeline sozusagen durchgeführt. Der erste Schritt besteht darin, dass wir
aus der Gesamtmenge an Informationen die Statements raussuchen, die wirklich aussagekräftig und relevant sind für mein Produkt. Das heißt, begründete Meinungen, die mir helfen, als beispielsweise Produktentwickler mein Produkt weiterzuentwickeln, zu verbessern. Das ist also dieser Filterschritt. Der Aggregationsschritt besteht darin, dass wir ähnliche Argumente in Gruppen zusammenfassen, diese Gruppen auch benennen. Auch das erfolgt automatisch. Das heißt, das System sozusagen überlegt sich einen passenden Namen. Ich kann mir natürlich auch angucken, welche Aussagen dahinter stecken, aber ich bekomme quasi auf einen Blick sofort visualisiert, welche Problemstellungen in welcher Häufigkeit auftreten. Das ist vollautomatisch an dieser Stelle. Werden die identifizierten Problemgruppen beispielsweise in einer Heatmap dargestellt und man kann sich ansehen über verschiedene Quartale hinweg in diesem Fall, genauso aber eben auch über verschiedene Geografien hinweg, welche Problemgruppen mit welchen Metadaten häufig korrelieren und dann daraus Handlungsempfehlungen ableiten. Über die zeitliche Auswertung, wie schon angedeutet, ergibt sich auch eine Art Anomaliedetektion. Das heißt, wir können sozusagen im Hintergrund ein Early Warning laufen lassen, dass unsere Kunden dann automatisch darüber benachrichtigt, wenn statistisch auffällige Häufungen von neu identifizierten Problemen auftreten oder auch wenn bereits bekannte Probleme im Vergleich zum Vorjahreszeitraum oder Vormonatszeitraum gehäuft auftreten, in die Daten zu gucken und zu verifizieren, ob es sich dabei wirklich um ein Problem handelt. Und im letzten Schritt geht es darum, dann letztlich auch die Kritikalität der identifizierten Probleme zu beziffern, und zwar mit einer konkreten Dollarsumme. Dazu schätzen wir, welche Probleme zu negativen Empfehlungen über ein Produkt führen, also im Endeffekt Non-Recommendations, die dann quasi dazu führen würden, dass ein Kunde das Produkt nicht mehr kauft oder zumindest nicht weiterempfiehlt. Und daraus können wir dann, wenn wir wissen in etwa, was der Verkaufswert dieses Produktes ist, auch ableiten, wie viel Verlust dadurch dem Hersteller potenziell entsteht. Genau, nochmal kurz zusammengefasst, was bringt Argument Mining also jetzt für konkrete Vorteile für Business Process Automation, hier in diesem Fall konkret Customer Intelligence? Wir gehen einen wesentlichen Schritt weiter als Sentiment Analyse, was der de facto Standard in diesem Umfeld derzeit ist, weil wir uns ansehen, was tatsächlich begründete Aussagen sind und eben nicht nur auf die Meinungen, die geäußert werden, achten. Wir erkennen das, was wir die Unknown Unknown nennen. Das heißt, auch die Problemstellungen, von denen unser Kunde noch gar nicht weiß, weil vielleicht die Beschwerden eine Formulierung verwenden oder das Problem auf eine Art und Weise ausdrücken, die dem Hersteller überhaupt noch nicht bekannt war. Diesen Fall hatten wir in der Praxis jetzt häufiger. Dementsprechend gibt es dann auch in den vorhandenen Kategorisierungssystemen, die durchaus schon im Einsatz sind, um Kundenfeedback zu kategorisieren, keine Möglichkeit, diese Kommentare einzusortieren, und dementsprechend gehen sie dann in der Gesamtmenge an Daten unter und der Hersteller erfährt nie etwas von dem Problem. Und das wird verhindert, weil wir das sozusagen on the fly vollautomatisiert identifizieren und auch benennen können. Und zu guter Letzt, wir können messen, was andere nicht messen können. Das ist das Beispiel, das ich gerade auf der letzten Folie hatte. Wir brauchen keine NPS-Scores, um Empfehlungen oder in diesem Fall nicht Empfehlungen ableiten zu können. Wir müssen unsere Kunden also nicht fragen, würden sie dieses Produkt empfehlen oder nicht, sondern das wird automatisch erschlossen, inklusive einer Quantifizierung des Wertes dieser für ein bestimmtes Produkt. Genau, und zum Schluss noch, wo wird Zymatics derzeit schon eingesetzt und wer setzt das ein? Unser Sweet Spot, wenn man so möchte, ist insbesondere der Bereich R&D und Product Development, wo wir insbesondere mit Konsumgüterherstellern, großen Konsumgüterherstellern und im Bereich Automotive aktiv sind und dort auch schon mit großen Konzernen zusammenarbeiten.
Wir arbeiten aber auch im Bereich Marketing, Marketingmanagement mit auch mittelständischen Unternehmen zusammen. Und zu guter Letzt haben wir auch Anwendungsfälle für den Bereich Research and Knowledge Management, wo wir uns Argumente in wissenschaftlichen Publikationen ansehen. Ja, und jetzt freue ich mich auf eure Fragen und bin gespannt auf Feedback. Vielen Dank.